Das ist die Aktion Leib und Seele. Und die ist vor, die ist 2004 ins Leben gerufen worden und seit 2005 aktiv. Erste FC Union hat uns schon mal geholfen, vor 6 Jahren. Wir sind ja normalerweise in der Bahnhofstraße 9. Da wurde der Hof neu gepflastert. Wir konnten mit den Fahrzeugen den Hof nicht befahren. Und weil wir hier so viel Union haben, wurde einfach mal gefragt, dürfen wir. Und wurde sofort ja gesagt. Das war 2015. Da war auch schon Sven Mühle hier im Büro tätig. Und Ende Mai habe ich eine E-Mail bekommen von Sven Mühle, ob er uns helfen könnt. Und seit 6. Juni 2020 sind wir hier und arbeiten wieder bis heute. Ja, deswegen sind sie jetzt hier auf dem Gelände seit Juni. Und durch die ganze Zusammenarbeit mit Strohhalm, mit anderen sozialen Einrichtungen, ist man dann nachher so auf den Gedanken gekommen, man könnte ja auch ein kleines bisschen für die Kältehilfe tun. Und haben daher seit dem 1. Dezember, die Gulaschkanone mit aufgestellt, weil wir die im Stadion ja eh gerade nicht in Betrieb ist. Und schenken hier im Prinzip jeden Dienstag noch eine Suppe aus. Für Obdachlose kostenlos, für Bedürftige für 50 Cent. Und alle anderen sind gerne willkommen und unterstützen mit 3 € pro Nase im Prinzip dieses gesamte Projekt. Und nebenbei hat sich dann auch dazu entwickelt im Prinzip, die Spenden von Wintermollig Warm, die von der Mitgliederabteilung gemacht hat, waren noch so viel hier, dass wir das gleich auch als Ausgabestelle mitgenutzt haben. Und wie man jetzt draußen sieht, sind das 3 Punkte draußen. Das ist die Ausgabe von Leib und Seele, die Kleiderspenden und halt die Gulaschkanone. Das war ja ein Gedanke gewesen, den wir vom 1. Dezember bis 30. März angedacht haben, mal um zu schauen, wie sich sowas überhaupt entwickelt, ob es überhaupt Sinn macht. Und wir haben schon im Dezember gemerkt, dass es mehr als nur Sinn macht, den Menschen das anzubieten. Dass es dann doch so einen Bedarf an Sachen und auch an einer warmen Suppe gibt, mal zwischendurch. Weil das entlastet die Menschen ja tatsächlich ein enormes Stück. Das ist selten eine blöde Frage, weil die gemacht werden muss. Da wird es gefragt, warum? Muss gemacht werden. Ich habe Zeit, also mache ich. Wenn es jetzt ein anderer gemacht, also das ist nun mal so, muss gemacht werden. Und man hat ja was davon, wie soll man sagen? Ist schön für die Leute, das ist schön für die eigene Seele, ist das ganz gut. Es ist ja nicht nur hier, das ist ja auch, wenn wir die Obdachlosen Dinge anfahren und so, also Übernachtung und so, alle. Es kommt so viel Feedback, so ist so sagenhaft. Ich weiß nicht, wir hatten kurz vor Weihnachten beim Straßenfeier, Stockower Straße, so eine Art kleine Weihnachtsmarkt gemacht. Und da kam eine Dame an, Obdachlos, und hat fast schon geheult. Und dann, warum seid ihr so nett zu uns? Da geht dir eine Gänsehaut runter und dann weißt du, warum du das machst. Aber das ist. Und außerdem passt das zu uns. Da passt das. Und ist schön hier. Man sieht die Resonanz, die Suppe wird angenommen und Klamotten, denn Leib und Seele passt ja auch ideal zu uns. Also, ist Union. So, wie man es haben will. Ich stehe alleine da zu Hause und hier komme ich gerne hin, damit dass man so ein bisschen sich unterhalten kann und ab und zu mal jemanden kennenlernt und so alles. Ich komme ja schon 12 Jahre her. Seit 12 Jahren? Ja, ja. Zu Leib und Seele und Hund? Zuerst in der Kirche und dann hierher. Vor allen Dingen das Trinken umsonst und Mittagessen hier. Also ganz prima. Für 50 N ist doch billig. Also ist doch ganz billig. Also ich habe sogar noch einen Tipp mit, dass ich für den nächsten Tag noch was mitnehmen kann. Ist nicht süß. Ja, ja. Nee, klar. Also die größte Gruppe, denen es am schlechtesten, sind alleinstehende Mütter mit Kindern. Muss man eindeutig sagen. Manche Männer kommen ja auch ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach. Und da sieht man schon, dass sie sich freuen, dass sie unterstützt werden, dass sie für 1,50 Euro pro Tag gut Essen zu essen bekommen, wo man ein paar Tage überbrücken kann. Ja, sind ja nur eine Unterstützung. Unser Auftrag ist ja nicht vom Staat, sondern von uns, von ehrenamtlich. Und da kann ich nur sagen,
das macht dann auch Spaß. Also man bekommt auch den Feedback, diese Rückmeldung, dass wir eigentlich gute Arbeit für sie machen. Wir haben das ja dann nachher im Dezember, auch Mitte Dezember würde ich sagen, in eine Aktion gepackt, gemeinsam mit der Stiftung und dem Wirtschaftsrat und Virus, die sich Eisern statt Einsam nennt, unter der im Prinzip das gesamte Projekt, alle drei Teile jetzt erstmal im Prinzip gebündelt laufen. Da sind dann nachher noch zugekommen, dass wir auch im Obdachlosenheim Stroheim Einweggeschirr spenden dazu, weil die auch eine ähnliche Ausgabe haben jeden Tag. Dazu sind gekommen, dass wir auch die Kältebusse in Neukölln mit Thermometern ausgestattet haben. Im Prinzip ein komplett soziales Projekt in der Nachbarschaft. Hat sich einfach von alleine entwickelt, muss man sagen. Und neben der Hilfe ist es ja auch wichtig zu erwähnen, das würde nicht passieren, wenn wir nicht auch Partner hätten, wirtschaftliche Partner einfach, die sagen, tolle Projekt, wir haben da ähnliche Ideen und so was alles und dort in die Aktion an die Stiftung dann auch Geld spenden, um das alles umzusetzen, dass man das halt alles machen kann. Also ist schon super, was sich dort entwickelt hat. Und der Grundgedanke ist natürlich, wenn es so angenommen wird und diese Nachbarschaftshilfe auch so angenommen wird, warum sollte man sie dann am 30. März enden lassen?